Verehrte Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Nur damit es vielleicht auch hier mal gesagt ist, die Bundeskanzlerin arbeitet zu dieser Stunde auf dem Europäischen Rat. Deswegen kann sie auch nicht hier sein. Soweit zur Kritik aus dem linken Spektrum des Parlaments. Ich finde ja bemerkenswert, Herr Kollege Hofreiter, Herr Kollege Hunko, dass Sie den Mut haben, was die Grünen angeht, auch angesichts sinkender Umfragewerte, wirklich transparent zu machen, was Ihr Wahlprogramm ist, nämlich zulasten Deutschlands Geld an andere europäische Länder zu zahlen. Das ist nämlich das, was hinter dem Begriff Schuldenschnitt sich verbirgt. Sehr bemerkenswert, sagen Sie das so deutlich in Ihren Wahlkreisen. Ich bin sicher, das wird die Umfragewerte noch weiter nach unten bringen. Sagen Sie es nur deutlich genug. Wir kommen zur Arbeitslosenversicherung. Wir kommen zur europäischen Arbeitslosenversicherung, auch übrigens ein Lieblingsthema, jedenfalls in Teilen der SPD. Erklären Sie bitte einem einfachen Arbeiter in Ihrem Wahlkreis, dass Sie für andere Länder in Europa, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, die nicht wettbewerbsfähig sind, zusätzlich die Arbeitslosenversicherung auch bezahlen wollen. Ich bin ziemlich sicher, dass das sehr willkommen ein Argument ist, um auch die Stimmen Ihrer Parteien weiter nach unten zu bringen. Also bitte argumentieren Sie auch das. Ich finde auch ganz bemerkenswert, Herr Schneider, Sie haben völlig richtig gesagt, Macron hat nie gefordert Eurobonds. Eurobonds gefordert hat Herr Schulz. Das soll er jedenfalls in Erinnerung behalten. Frau Kollegin Glöckner von der SPD, wenn Sie sagen, das Spargebot führt in die Wachstumsfalle, dann erklären Sie bitte den Wählerinnen und Wählern, was Sie damit meinen. Im Zweifelsfalle wohl doch eine Vergemeinschaftung der Schulden, auch dies erneut zulasten Deutschlands. Auch das erklären Sie bitte noch mal Ihren Wählerinnen und Wählern und schauen Sie dann erneut auch auf Ihre Umfragewerte. Und jetzt kommen wir zu Helmut Kohl, an den wir heute Morgen in großer Würde in diesem Haus gedacht haben. Herr Kollege Körber, ich finde sehr bemerkenswert, dass Sie dankbar an Helmut Kohl erinnert haben. Und ich fand besonders unschön den Zwischenton der schwäbischen Kollegin Hensel, die das mit einer gewissen Despektierlichkeit kommentiert hat. Das möchte ich, weil es in Worten nicht zu fassen ist, aber jedenfalls hier in Erinnerung rufen. Das war mehr als nur peinlich. Sie ist aber unterdessen nicht mehr da, um diese Anmerkung entgegenzunehmen. Die Welt, seitdem Helmut Kohl uns das Geschenk gemacht hat, die deutsche Wiedervereinigung untrennbar mit der europäischen Einheit zu verknüpfen, hat sich rasant verändert. Und die Herausforderungen, die in dieser Gegenwart, die von der Digitalisierung im Guten wie im Schlechten gekennzeichnet ist, die müssen wir wahrnehmen. Und dazu brauchen wir Stärke, Kraft und Geschlossenheit in Europa. Und deswegen ist es für uns von außerordentlicher Bedeutung, dass insbesondere unsere französischen Nachbarn, wir erinnerten uns heute Morgen auch des berühmten Bildes Helmut Kohls mit Mitterrand 1984 in Verdun, dass unsere französischen Nachbarn an Kraft wiedergewinnen. Und das werden sie eben dank der von Macron angekündigten Reformen können. Jetzt ist von kritisch angemerkt worden von linker Seite, das könnte sich so etwas wie um die Schrödersche Reformagenda handeln. Ich wäre ausgesprochen dankbar, es würde sich um eine derartige Reformagenda tatsächlich handeln. Die parlamentarische Mehrheit dafür ist da. Ob allerdings Macron in der Lage sein wird, den erwartbaren Protesten auf der Straße kraftvoll zu begegnen und seine Agenda durchzuhalten, bleibt abzuwarten. Wir wünschen ihm das sehr. Und wir würden uns im Übrigen auch wünschen, wenn die Kolleginnen und Kollegen der SPD das so sehen und sich damit gleichermaßen hinter die Reformen, die Gerhard Schröder seinerzeit mit großem Erfolg auf den Weg gebracht hat, auch in Frankreich Erfolg bringen könnten. Denn nur ein gemeinsames, starkes Europa, in dem wir nicht alleine eine Führungsrolle übernehmen wollen, sondern als gleichberechtigtes Glied
in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, wie es der Präambel des Grundgesetzes heißt, kann uns in die Zukunft führen. Und dafür werbe ich, ich hoffe, auch in Ihrer aller Namen. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als Nächster hat das Wort der Kollege Christian Pichl für die SPD-Fraktion.